Diese Strecke entspricht 45 dorischen Fuß, 48 Fuß und 50 ionischen Fuß. Die verschiedenen Angaben entsprechen exakt derselben Länge. Die Steintafel von Salamis ermöglichte es den antiken Griechen, mit Hilfe eines einfachen Systems ihre Messinstrumente zu eichen und eine Entsprechung zwischen ihren verschiedenen Systemen herzustellen. Dank dieser Steintafel konnten die zahlreichen auf der Baustelle des Parthenon beschäftigten Arbeiter und Handwerker zusammenarbeiten. Aber